Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie sich unsere Top-Datenwiederherstellungssoftware für VWMS, XCI, VS Hypervisor an. VMFS ist ein von VMware entwickeltes Datasystem zur Verwendung auf ELXX und VS-Share-Servern. Da VMFS in erster Linie für die Speicherung von Festplatten Image für virtuellen ELXX-Maschinen vorgesehen ist, wird es für eine geringe Anzahl größerer Dateien konfiguriert. Der Speicherplatz für ein VMFS-Volumen kann entweder als einzelne Festplatte oder als mehrere Festplatten oder Hardware-Arrays bereitgestellt werden. Der VMFS-Treiber wiederum fasst die Extens des verfügbaren Speicherplatzes zu JBOD zusammen. Im VMFS befinden sich die Metadaten am Anfang des Volumens oder im Falle mehrerer Extens am Anfang des ersten Explants. Diese Metadaten umfassen Index-Distributionen, Verzeichnisse und Repositorien für kleine Dateien. VFMF verwendet ein Megabyte-Cluster zum Speichern von Festplatten-Image virtuellen Maschinen und ist damit größer als alle anderen gängigen Dateisysteme. So könnte eine Datei nicht kleiner als 1 MB sein, wenn nicht spezielle Aufsätze für kleine Dateien verwendet wurden. Ab VMFS 5 werden Dateien, die kleiner als 1 GB sind, direkt in ihrem jeweiligen Index-Distributoren gespeichert, ähnlich wie residente Dateien in NFS. Für Dateien, die größer als 1 GB sind, erstellt VMFS eine große Datei und teilt die in Cluster von 8 GB auf, die dann zur Speicherung kleineren Dateien verwendet werden. Alle diese Ansätze verringern den Speicherplatzbedarf für kleinere Dateien. Alle VFMS-Metadaten sind in der Regel in der ersten 3 bis 5 GB des Volumens gespeichert, was bedeutet, dass die verständliche Struktur wiederhergestellt werden kann, indem einfach nur die ersten 5 GB des VFMS-Volumens gescannt werden. Unter Windows kann der Inhalt eines Laufwerks mit einem VFMS-Dateisystem nur mit einem speziellen Dienstprogramm angezeigt werden. Die Herstellungssoftware, die diesen Dateisystem unterstützt, zeigt den Inhalt des Laufwerks an und ermöglicht es Ihnen, die auf dem Gerät befindlichen Informationen zu speichern. Ich habe eine VFMS-Version 6 Platten, die ich von einem ESXi-Server gezogen habe, von der wir versuchen werden, die Festplatten der virtuellen Linux-Maschine von Windows abzurufen. Schließen wir das Laufwerk an das Windows-Betriebssystem an und beginnen wir mit dem Test. Für den Test habe ich 6 Programme ausgewählt, deren Hersteller behaupten, dass sie Daten aus dem VMFS-Dateisystem wiederherstellen können. Es handelt sich um NRecover, VMFS-Recovery, BitRecover, Disk Internals Recovery, Hetman Partition Recovery, Reclaim Pro und UFC Explorer. Wie Sie sehen, gibt es nicht allzu viele Programme, die die Wiederherstellung aus dem VFS-Dateisystem unterstützen, und bei der angegebenen Unterstützung sind die meisten einfach nicht in der Lage, das Dateisystem des Datenträgers zu erkennen. So kann zum Beispiel NRecover VFS Recovery nicht einmal eine Festplatte mit einem VFS-Dateisystem sehen. Schauen wir uns an, wie die Software die Partitionen des Laufwerks erkannt hat. Am Ende identifiziert das Programm die VFS-Partition als unbekannt. In diesem Fall sollten Sie ihn gar nicht scannen, da das Ergebnis höchstwahrscheinlich null sein wird. Ein weiteres Programm, das behauptet, VFS zu unterstützen, ist
Bitrecover. Auf der offiziellen Website des Entwicklers wird behauptet, dass VPNs und die Wiederherstellung von Dateien aus diesem Dateisystem unterstützt werden. In der Praxis werden Sie beim Starten des Programms sofort aufgefordert, den Pfad zu den virtuellen Dateien anzugeben. Die Software erkennt die Festplatte mit dem VPS-Dateisystem nicht. Das Dienstprogramm scheint nur die Wiederherstellung von Dateien auf virtuellen Festplatten zu unterstützen. Wir belassen es bei dem abschließenden Test der Datenwiederherstellung von dem virtuellen Laufwerk. Entweder unterstützt das Programm die sechste Version vom VPS nicht oder es unterstützt das Dateisystem überhaupt nicht. Das nächste Programm ist Internals. Das Programm sieht die Partition auf der Festplatte mit dem VPS-Dateisystem und bestimmt ihre Größe und Innennamen. Im Überprüfungsmodus kann das Dienstprogramm die Dateien der virtuellen Maschine anzeigen, die auf dem Datenträger verbunden sind. Eine schnelle Analyse zeigt das gleiche Ergebnis. Die Festplattenstruktur und alle Dateien der virtuellen Maschine wurden gespeichert und nach einer kurzen Analyse wurden einige gelöschte Dateien gefunden. Als nächstes wollen wir sehen, ob das Programm Informationen von den wiederhergestellten virtuellen Festplatten abrufen kann. Schauen wir uns nun an, wie Hetman Partition Recovery die Arbeit erledigt. Hetman Partition Recovery erkennt auf unserem Testpfad auch VPS-Partitionen. Nach einer kurzen Analyse sieht er den Datenspeicher und die Dateien der virtuellen Maschine, die auf dem Laufwerk verbleiben. Es unterstützt die meisten VM-Dateien und Dateisysteme, einschließlich VPS, und Sie können verlorene Daten von VPS-Partitionen sowie von virtuellen Festplatten von VMware SC1 und VShare Hypervisor problemlos wiederherstellen. Das Programm findet sowohl vorhandene als auch gelöschte Dateien. Die Inhalte können in der Vorschau angezeigt werden und es gibt auch eine Suchfunktion für Dateinamen, damit Sie schneller finden, was Sie brauchen. Virtuelle Festplattendateien können vollständig wiederhergestellt werden. Da das Programm die Struktur des Datenträgers beibehält, sind alle Dateien und Ordner auf ihrem Platz, was die visuelle Suche nach verlorenen Daten erheblich erleichtert. Im nächsten Test werden wir sehen, ob das Programm in der Lage sein wird, Dateien aus der wiederhergestellten virtuellen Festplattendatei abzurufen. Schauen wir uns nun an, wie die nächste Wiederherstellungssoftware Reclaim Pro es macht. Auf der Website des Entwicklers wird behauptet, dass es sich um eine professionelle Datenträgerin handelt, das für Profis entwickelt wurde, sodass es für normale Benutzer schwierig zu bedienen sein kann. Dies ist wahr, beim Start fordert das Tool Sie zunächst auf, einen Proxy einzurichten. Frage dann nach den zu überprüfenden Festplatten und deren Dateisystem. Und erst nach der Analyse werden die Laufwerke und ihre Partitionen aufgelistet. Als Ergebnis ist hier unser Laufwerk, der definierte Datenspeicher, VPS wäre Detached Store seine Größe. Als nächstes müssen wir die Partitionen analysieren, indem wir die Scan-Parameter angeben. Das Programm erlaubt es Ihnen nicht, den Inhalt des Datenträgers ohne vorherige Analyse einzusehen. Infolgedessen gelang es dem Programm, die Dateien der virtuellen Festplatte zu finden, aber das Programm zeigt die zugewiesenen Dateien nicht an. Und das letzte Spitzenprogramm ist UFC Explorer. Das Tool hat eine VPS-Partition auf der Festplatte erkannt. Der Inhalt kann auch ohne Analyse durch einfaches Öffnen der Partition eingesehen werden, aber in diesem Fall werden keine gelöschten Dateien angezeigt. Schauen wir mal, was das Programm nach einem schnellen Scan findet. Eine Schnellanalyse dauert etwas 8 oder 9 Minuten. Es ist länger als Hetman Partition Recovery und dies Intervall ist aber viel schneller als das Warten auf die Reclaim-Ergebnisse.
Das Programm fand alle Festplattendateien in der virtuellen Maschine einschließlich der Konfigurationsdatei. Die Daten konnten vollständig wiederhergestellt werden und wir werden sehen, ob wir sie in den Hypervisor übertragen können und im nächsten Test, ob das dieses Programm Informationen von Ihnen abrufen kann. Nach der Suche nach verlorenen gelöschten Dateien werden keine gelöschten Dateien von der Software angezeigt. Im zweiten und letzten Test werden wir sehen, wie die Software Dateien von einer virtuellen Festplatte abruft, die zuvor von einer Referenz-Partition wiederhergestellt wurde. Eine Recovery hat den ersten Test nicht bestanden. Höchstwahrscheinlich unterstützt das Programm das Referenz-Dateisystem nicht. Mit Referenz-Recovery Wizard erkennt das Dateisystem auf dem Datenträger ebenfalls nicht. Was die virtuellen Festplattendateien betrifft, so kann das Programm die Daten der virtuellen Maschine nicht wiederherstellen. Im letzten Test wurden keine Informationen über die virtuelle Festplatte gefunden. Das Dienstprogramm zeigt nur einen leeren Ordner an. Das nächste Programm ist Disk Internals. Dieses Internals hat keine Schnellanalyse für diese virtuelle Festplatte, nur die vollständige Analyse ist für die Auswahl aktiv. Als Ergebnis hat die Software die Dateien gefunden, die auf dem Laufwerk der virtuellen Maschine gespeichert wurden. Sie werden in der Vorschau angezeigt. Sie können den Inhalt von Fotos, Videos, Dokumenten sehen. Die Festplattenstruktur wurde gespeichert. Es konnten keine gelöschten Dateien gefunden werden. Nächste Hetman Partition Recovery. Mounten Sie die Dateien oder virtuellen Laufwerks im Programm. Wenn man hier ist unser Laufwerk. Das Programm hat das Dateisystem der virtuellen Maschine automatisch erkannt. Scannen wir es, versuchen wir zunächst einen Schnellscan. Das Programm hat also alle Dateien gefunden, die noch auf dem Laufwerk sind. Es zeigt auch einige gelöschte Dateien an. Eine Vorschau aller Dateien, Fotos, Videos, Dokumente ist verfügbar. Zuvor gelöschte Dateien werden ebenfalls angezeigt. Sie sind hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.
im Regal müssen Sie, um eine virtuelle Festplattendatei zu mounten, mehrere Konfigurationsfenster durchlaufen. Die Schnellanalyse hat die Dateien gefunden, die sich auf der Festplatte befanden. Die Struktur ist gespeichert. Sie können alle Dateien sehen, die noch auf der virtuellen Festplatte vorhanden sind. Fotovorschau, Videovorschau ist verfügbar. Dokumente werden nicht in der Vorschau angezeigt. Die Wiederherstellung von Dokumenten ist fraglich. Gelöschte Dateien werden vom Programm nicht gefunden. Die Verschlüsselungsanalyse dauert ziemlich lange. Das Programm benötigt die längste Zeit, um das Laufwerk zu analysieren. Die Analyse eines kleinen Laufwerks dauert über 2 Stunden und weniger als die Hälfte des Laufwerks wurde gescannt und es wurden immer noch keine Dateien gelöscht. Lassen Sie uns zum nächsten Programm übergehen. Binden Sie die Dateien der virtuellen Festplatte in das Programm ein. UFC Explorer zeigt die Größe an. Führen Sie die Analyse durch. Die Dateien, die sich auf der virtuellen Festplatte der Maschine befanden, werden angezeigt. Fotos und Videos werden in der Vorschau angezeigt, Dokumente nicht. Die Wiederherstellung von Dokumenten ist fragwürdig, da sie nicht in der Vorschau angezeigt werden können und man die Vollversion des Programms kaufen muss, um die Dateien zu speichern. Wie bei Reclaim ist es schwierig, von dem Chaos zu wissen, ob die Dateien vollständig wiederhergestellt werden können. Nach der Suche nach verlorenen Dateien fand die Software mehrere gelöschte Dateien. 2 von 10 Dateien befinden sich in demselben Ordner. Abschließend lässt sich sagen, dass von der Liste der getesteten Programme 2.0 Ergebnisse gezeigt haben. AnyRecover, WFS Recovery und BitRecover, WMFS Recover Wizard. Reclaim und UFC Explorer werden in der Dokumentvorschau nicht angezeigt und beim letzten Test wurden keine gelöschten Dateien auf dem Datenträger gefunden. Dies Interhangs fand und stellte Dateien auf der virtuellen Festplatte wieder her. Im zweiten Test wurden Dateien auf der virtuellen Festplatte des Rechners gefunden, aber keine gelöschten Dateien. Hätten praktisch Recovery fand und stellte die Dateien der virtuellen Festplatte wieder her. Im zweiten Test wurden alle Fotos, Dokumente und Videos gefunden, auch die, die gelöscht wurden. Auch in der Vorschau werden alle Arten von Dateien angezeigt, Fotos, Videos, Dokumente. Außerdem unterstützt nicht alle Programme im Test das Hochladen von Disk Image, was eine wichtige Funktion der Wiederherstellungssoftware ist. Normalerweise verwendet der RC-Server die RAID-Technologie zur Interpretierung der Datenspeicherung. In diesem Fall ist Hetman RAID Recovery das richtige Programm für Sie. Dieses Dienstprogramm unterstützt die Datenwiederherstellung von den meisten Dateisystemen, einschließlich WFS und RAID-Typen. Wenn Sie versehentlich eine Partition oder ein Volumen ausgewählten WFS-Dateien formatieren, ermöglicht die Software die Wiederherstellung von Daten von jedem ausgewählten Laufwerk oder jeder WFS-Partition. Das Dienstprogramm unterstützt alle Dateitypen, die von VMware Anwendungssoftware und SCI Server, Share und der neuesten WMFS 6 Version erstellt werden. Weitere Einzelheiten zum ASX1 Server finden Sie in einem separaten Video, dessen Link in der Beschreibung enthalten ist.
Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.